Scheiß, Arne, komm, schneller. Die Meisterschaft ist schon das Geilste. Hier ist am meisten los. Das ist eine ganz, man hat quasi einen Tunnelblick, wenn man da vorne steht, das Seil in der Hand hat, der Startsignal kommt und auf einmal vergisst man alles um sich rum. Da ist man dann wirklich nur fixiert, den Bus so schnell wie möglich die 30 Meter zu bewegen. Sie sind die Fantastic Four Plus 2. Daniel Lübcke, Arne Heller, Florian Werner, Robert Ilgenstein, Ersatzmann Stefan Isensee und Friedrich Zechner. Die sechs werden vom mehrfachen deutschen Meister im Buspulling, Jürgen Speldrich, gecoacht. Im letzten Jahr wurden sie Sechster. Das ganze Jahr im Training, im Fitnessstudio, Kraftausdauer und Kraftaufbau. Und ich denke mal, dass wir dieses Jahr besser platziert werden. Die Regeln im Buspulling sind schnell erklärt. 5 möglichst starke Männer oder Frauen ziehen einen Bus so schnell sie können über eine Strecke von 30 Metern. Im Pfannenwettbewerb wiegt der Bus 12 Tonnen, im Ladies Cup und den deutschen Meisterschaften, dem Masters, wiegt er 16 Tonnen. Der Bus erreicht auf den 30 Metern schon mal eine Geschwindigkeit von rund 6 km/h. Wichtig ist, dass die Synchronität passt. Wenn man am Seil steht und man geht synchron gleich ins Seil rein und zieht das Ding so schnell wie möglich an, da sind natürlich so eine Attribute wie das Gewicht und erstmal sehr wichtig. Was anschließend, wenn der Bus erstmal rollt, dann zukommt, dann ist Kraftausdauer. Über den Fun-Wettbewerb wollen sich die Fantastic Four Plus 2 für die deutschen Meisterschaften, das Masters, qualifizieren. Die 5 besten Mannschaften dieses Wettbewerbs können am Masters teilnehmen. Insgesamt 16 Teams, wie etwa die beknackten Knechte Heinrichs, die Unbeugsamen oder die Almdudler aus Nordrhein-Westfalen, nehmen an Fun-Wettbewerb teil. Entscheidend ist die bessere Zeit der beiden Wertungsläufe. Fantastic Four Plus 2 kommen mit 20,48 Sekunden auf Platz 2 hinter den Almdudlern. Wir sind von beiden Läufen nicht so überzeugt. Wir hatten bei beiden Läufen Probleme. Im ersten Lauf haben wir den Grip nicht bekommen, sind öfters weggerutscht. Beim zweiten Lauf waren wir nicht synchron. Einer hat sich fast hingelegt. Über 5000 Zuschauer zieht es an diesem Tag zu den 14. deutschen Buspulling-Meisterschaften in die Wolfenbütteler Innenstadt. Die Veranstaltung ist gut. Ich finde das geil, ja. Spitze, macht Spaß. Ist richtig spannend hier. 2002 erfand ein Wolfenbütteler Unternehmer die ungewöhnliche Sportveranstaltung. Wir haben mal ganz klein angefangen auf dem Lande mit einer Feuerwehr. Und das hat allen so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das können wir auch im Großen mal machen. Das machen wir in Wolfenbüttel mal, eine kleine regionale Meisterschaft. Und daraus hat sich dann die deutsche Meisterschaft entwickelt. Und heute gibt es ja Buspulling nicht nur in Wolfenbüttel, sondern in vielen Bundesländern und sogar in Österreich und in der Schweiz. 8 Mannschaften kämpfen 2016 um den Meistertitel. Der amtierende Champion aus Hessen verteidigte seinen Titel nicht. Aber ob unsere Powermänner von Fantastic Four Plus 2 Siegchancen haben? Mit ihren insgesamt rund 530 Kilo ist noch Luft nach oben. Eine Faustregel lautet: Je mehr Kilo ins Seil geschmissen werden, desto besser ist das. Die Kraft kommt dabei aus den Beinen. So Jürgen Speldrich, der im Masters nicht nur coacht, sondern bei Vienna Fitness selber mitzieht. Für ihn ist es immer wieder ein Adrenalinkick, wenn der Bus langsam kommt. Und man muss den schneller und zum Schluss auf die Zeitnahme gucken. Und wenn man dann wieder ein paar Hundertstel rausgeholt hat, das ist der Kick schlechthin. Buspulling ist schon längst keine reine Männerdomäne mehr. Die Turboschnecken unterstützen nicht nur ihre Männer von den Almdudlern, sondern ziehen den tonnenschweren Bus gleich selber im Fun- und Ladies Cup. Seit März haben sie dafür jede Woche 1,5 Stunden trainiert und einen LKW gezogen. Leider reicht es dann im Finale nur für den undankbaren 4. Platz. Wir versuchen immer an unserer Technik zu feilen. Hat man ja heute auch gesehen, dass wir uns echt die Kilos gefehlt haben am Ende. Ne? Wir haben uns zwar verbessert im zweiten Lauf um 3 Sekunden, das hat keiner geschafft, das haben nur wir geschafft. Ich denke, das ist auf die gute Technik zurückzuführen. Den Sieg bei den Männern holen sich die Almdudler aus Nordrhein-Westfalen in einer beeindruckenden Art und Weise. Sie bleiben im Fun-Wettbewerb und den 3 Läufen der deutschen Meisterschaft immer unter 20 Sekunden. Jürgen Speldrich wird mit seinem Team Vienna Fitness Vizemeister. Dass am Anfang der Bus ganz anders stand
und wir unsere ganze Kraft daran vergeudet haben, oder was, den Bus dann loszuziehen. Und weil der in der Kuhle stand, konnten wir den ja nicht bewegen. Da war der meiste Dampf schon weg. Mensch, bumm, bumm, gerade ziehen! Am Ende steht für Fantastic Four Plus 2 der 5. Platz. Lauf! Lauf, Mensch! Damit sind sie zufrieden und ihr Coach auch. Also einen 2. Platz oder was im Fun-Wettbewerb zu machen, dann sich zu qualifizieren fürs Master und dann noch so gut abzuschneiden, finde ich genial. Die besten Voraussetzungen für nächstes Jahr. Für 2017 überlegen Fantastic Four Plus 2, ob sie sich nicht komplett auf die deutsche Meisterschaft konzentrieren und den Fun-Wettbewerb auslassen sollen. Unabhängig davon heißt es in den nächsten 12 Monaten Gewicht zulegen und so in einem Jahr mehr Kilos ins Seil zu schmeißen.